Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der WAZ. Ja, hallo am Donnerstag zu einer neuen Folge von Fußball Inside. Und ich muss sagen, der Bundesligaspielplan meint es ja direkt gut mit uns, denn am zweiten Spieltag haben wir schon das erste Ruhrpott-Derby. Gut, es ist das einzige Ruhrpott-Derby in der ersten Liga. Der VfL Bochum empfängt Borussia Dortmund und dementsprechend sind natürlich auch meine Gesprächspartner heute. Zum einen haben wir BVB-Reporter Christian Bob. Mahlzeit. Und unseren VfL-Experten Ralf Ritter. Hallo zusammen. Ich stelle mich auch noch kurz vor, ihr kennt das, damit wir einmal die Runde komplettieren. Ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio Emscher-Lippe und als Fußballkommentator im Einsatz. Und ich muss ja sagen, der BVB und der VfL haben ja vor diesem Derby durchaus was gemeinsam, denn beide können mit diesem Saisonauftakt nicht so zufrieden sein. Und trotzdem gibt es sehr, sehr entscheidende Unterschiede, denn Christian, immerhin hat der BVB gewonnen. Ja, und wenn man nachher mit den Spielern und mit dem Sportdirektor und dem Trainer gesprochen hat, dann war das auch so das einzig Gute vielleicht, was man daraus mitnimmt aus diesem ersten Spieltag. Denn der hat ganz eindeutig gezeigt, wie es auch schon das Pokalspiel in Mainz angedeutet hat, was vielleicht ein bisschen runtergeredet worden ist von denen oder heruntergespielt worden ist. Aber es gibt noch ziemlich viel Arbeit jetzt in den nächsten Wochen für die Mannschaft und für den Trainer, definitiv. Es war ja auch wirklich ein Sinnbild dieses Spiels, wie dieses Tor gegen Köln gefallen ist. Malen trifft den Ball nicht richtig und Malen hätte gar nicht mehr auf dem Platz stehen sollen eigentlich. Ja, das ist eine ziemlich kuriose Geschichte. Also eigentlich sollte er ausgewechselt werden für noch ein bisschen mehr Schwung in der Offensive. Beino Gittens stand schon bereit. Nach langer Schulterverletzungspause sollte der Engländer sein Comeback geben. Aber dann kam es, wie es kommen musste. Julian Ryerson hatte angedeutet, dass es nicht weitergehen würde. Dann wurde gewechselt und Malen blieb halt auf dem Feld und hat sich dann ja irgendwie belohnt, auch für seine doch gute Vorbereitung, die er gespielt hat. Also er ist einer, der in der Offensive so ein kleiner Lichtblick zumindest ist und hat das dann nochmal unter Beweis gestellt bei dem Tor. Was mir wirklich vorm Fernseher aufgefallen ist, dass es bei Dortmund total an Ideen, an Kreativität fehlte. Und wenn man sich dann den Dortmunder Kader anguckt, fragt man sich doch, wie kann das sein? Also du hast ja da Leute, die alle was mit dem Knicker anfangen können. Das zieht sich ja jetzt auch schon durch eigentlich die letzten paar Saisons, wenn man ganz ehrlich ist. Also dass es irgendwas fehlt, wie man tiefstehende Mannschaften, denen es jetzt erstmal darum geht, das Spiel zu zerstören, die ganz dicht hinten zusammenstehen, wie man die gefährlich knacken kann. Und jetzt muss man das, glaube ich, jetzt gerade zu Beginn dieser Saison ein bisschen differenzierter betrachten, weil du einmal das Phänomen hattest, dass viele Spieler erst spät ins Training eingestiegen sind, erst seit gut einem Monat, und dass diese USA-Reise wirklich nicht super war für die Vorbereitung, das muss man einfach ganz klar so sagen. Und dass es ein paar verletzte Spieler gibt, gerade die eben für dieses Tempo, für die Kreativität sorgen. Adeyemi fehlte noch, Duran Will fehlte, Beino Gittens wurde erst eingewechselt, wie wir gerade schon gesagt hatten. Und trotzdem darf das natürlich keine Ausrede sein, dass du gegen den ersten FC Köln, ohne dem jetzt zu nahe treten zu wollen, dass du das Ding eigentlich deutlich, gerade zu Hause im ersten Saisonspiel, war eine super Stimmung rund ums Stadion, dass du das eigentlich viel deutlicher gewinnen musst, als du es am Ende, und auch auf eine ganz andere Weise. Also man hatte sich ja kaum Chancen rausgespielt. Das war wirklich sehr, sehr, sehr dürftig. Die Dickeren hatte eigentlich der FC. Ja, auf jeden Fall. Man musste, also ohne Gregor Kobel, der zwei richtig gute rausgeholt hatte, kurz vor der Halbzeit und kurz vor Schluss, hättest du das Ding dann sogar 1-0 verloren. Und das muss man sich mal vorstellen, was da los gewesen wäre. Vor drei Monaten noch die große Kampfansage, nächste Saison kommen wir zurück, dann verlierst du das erste Spiel gegen Köln. Gut aus Dortmunder Sicht, dass es jetzt so nicht gekommen ist, aber es ist noch Luft nach oben, definitiv. Aber du hast es jetzt auch schon gesagt, es fehlten nicht nur die Ideen, es fehlte auch das Tempo. Und dann komme ich wieder zum gleichen Schluss. Bei diesem Dortmunder Kader, wie kann da das Tempo fehlen? Ja, also das, ich glaube, Mats Hummels war bis zur Halbzeit der schnellste Dortmunder Spieler mit 33 km/h. Okay, Respekt. Das sagte, glaube ich, alles aus. Und auch, dass er überhaupt dass er der Einzige war, der überhaupt so ein Speed erreicht hat. Und dass er das in der Rückwärtsbewegung machen musste, weil man mal wieder riesen Lücken im Mittelfeld hatte und ausgekontert wurde von Köln im eigenen Strafraum. Das ist schon sinnbildlich. Und auch gerade das Problem ist ja, dass du vorne nicht in diese Räume kommst, wo du dann dein Tempo ausspielen kannst. Also hinter die Abwehr, in die Zwischenräume. Und das fehlte gegen Köln total, muss man sagen. Das war auch schon in der Vorbereitung nicht immer zu sehen.
Und gerade im Pokalspiel gegen Mainz muss man dann sagen, als die Mainzer dann müde wurden, Regionalligist, dann wurde es da auch deutlich. Aber bis dahin war das auch eher schwere Kost, muss man sagen. Auch wenn die Dortmund das danach anders dargestellt haben. Am Ende war es dann, glaube ich, wieder Adeyemi, der schnellste Spieler auf dem Platz war. Bloß, wenn er den Ball hatte, wusste er da nicht wirklich was mit anzufangen. Also einmal ein Spurt, um in der Statistik oben zu sein, den hat er hingekriegt, aber... Das war es dann auch mehr oder weniger, ne? Ja, gerade gut, Adeyemi, ne, der kam auch jetzt aus einer langen Pause wieder zurück und dann war das Spiel am Ende auch nicht mehr sein Spiel. Ja. Aber ja, bin jetzt gespannt, wie es jetzt dann weitergeht, weil die nächsten Gegner, die sind ja jetzt, glaube ich, ähnlich einzuschätzen wie Köln von der Spielidee her. Ja, und dann sind wir ja beim nächsten Gegner, Ralf. Das ist ja Meckern auf hohem Niveau. Denn allerdings, selbst von so einem Rumpelsieg, wie ihn der BVB eingefahren hat, war Bochum in Stuttgart ja ein bisschen entfernt, ne? Also meilenweit entfernt. Meilenweit, ja. Also überhaupt keine Chance gehabt auf irgendwas. Hofmann hat zwar nach anderthalb Minuten eine Riesenchance, da könnte Bochum in Führung gehen. Setzt sich erst gut durch und dann der Abschluss. Genau. Nur. Aber hätte Fahrradkette erstens und zweitens, so wie die Bochumer gespielt haben, auch in der Folge, ich meine, da stand es ja 0-0, da war ja nichts verloren. Ja. Richtig. Auch wenn der Ding nicht drin war, dann wäre es vielleicht 5-1 ausgegangen, also denke ich mal. Aber das ist Spekulation, Bochum hat in Stuttgart rabenschwarzen Tag, wie man so sagt, in Bielefeld allerdings auch schon, also schon zwei rabenschwarze Tage. Insofern ist der Club, die Mannschaft, ein bisschen im Schockzustand gewesen. Ja. Und hofft jetzt natürlich auf die Wende. Gegen Dortmund kann man sehr viel wieder gut machen. Aber genau das ist es ja. Also wir haben jetzt ja den Vorteil, dass wir donnerstags aufzeichnen. Da ist der Bundesligaspieltag so ein bisschen weiter weg, so ein paar Tage ins Land gegangen. Man konnte das Ganze nochmal sacken lassen. Haben die Bochumer, hast du mittlerweile eine Erklärung für so eine Leistung wie die in Stuttgart? Naja, die eine Erklärung hat, glaube ich, jeder gesehen. Da fehlte es komplett an Bereitschaft, an Aggressivität, an Intensität. Das, was Bochum auszeichnet in den Spielen, in denen sie erfolgreich waren in der letzten Saison. Auch letzte Saison, das wird gerne unter den Tisch gekehrt. Aufgrund des hervorragenden Finales gab es solche Spiele wie in Stuttgart oder zumindest so ähnliche Spiele wie zum Beispiel in Bremen oder in Leipzig. Auch in Gladbach kurz vor Schluss. Ja. Diese Spiele gab es. Aber ja, diese Bereitschaft fehlte halt erstens komplett. Das war also eigentlich jedem direkt nach dem Spiel klar. Dann ist natürlich die Systemdebatte läuft heiß. Kommen wir natürlich auch gleich noch zu. Läuft heiß, aber Trainer Thomas Letsch nimmt sich dieser Debatte nicht an, Sportdirektor Marc Letter auch nicht. Aber der Trainer war auch selbstkritisch, hat eigene Fehler beim Matchplan eingeräumt, hat gesagt, der Ansatz war zu passiv. Und wörtlich hat er es nicht so gesagt, aber er meinte auch zu raumorientiert. Also nicht dieses aggressive Mann gegen Mann in der letzten Saison, unter anderem auch die Dortmunder, manche haben sich ja richtig beschwert, was die Bochumer da für einen Fußball spielen, dass die 11 gegen 11 verteidigen. Ja. Haben sie den Torwart sogar immer noch mitgerechnet. Ne? Also die haben wirklich eine klare mannorientierte Defensive gestellt, von vorne bis hinten. Und in Stuttgart war es eher raumorientiert. Also Letsch hat gesagt, dass wir Führig und Silas, die beiden Stuttgarter Außenangreifer mit viel Tempo nicht manngedeckt haben, sondern eher raumorientiert, war sicherlich sein Fehler. Ja. Und dann kamen viele. Beide sehr auffällig im Spiel tatsächlich. Ja. Genau. Silas letzte Saison auch schon ging. Also den kennt man ja. Den kennt man ja. Spielt schon was länger beim VfB auch. Also da ist der VfL da selbst in der Analyse ein Stück weitergekommen. Sicherlich, ich erwarte, dass sie jetzt einen aktiveren Ansatz wählen, also höher verteidigen, früher attackieren. Viel mehr draufgehen auf Mann und Ball, wenn Dortmund den Ball hat. Und das wird ja meistens der Fall sein, erfahrungsgemäß, und von der Qualität her nicht anders zu erwarten. Mehr in die Zweikämpfe kommen auf diese Art und Weise, damit jeder besser weiß, was er zu tun hat. Denn man hatte schon das Gefühl, die Mannschaft hat, wenn es dann mit dieser Dreierkette da weitergehen soll, noch nicht begriffen, wie sie sich wann wo bewegen sollen. Es gab riesige Räume, riesige Abstände, kein Zugriff, also nach hinten wie nach vorne einfach nichts. Du hast jetzt schon ganz, ganz viele Sachen angesprochen, die wir natürlich auch alle einzeln abarbeiten werden, so würde ich es mal bezeichnen. Aber du hast halt vor allen Dingen diese Aggressivität angesprochen, die gefehlt hat. Und das, obwohl es ja wirklich diesen Warnschuss eine Woche vorher gab. Also du bist beim Drittligisten rausgeflogen im Pokal, kann passieren.
Jetzt ist aber auch Arminia Bielefeld, das zeigt ja auch dieser Drittligastart jetzt auch nicht das alleroberste Regal in Liga 3. Auch da hat in der ersten Halbzeit halt komplett diese Bereitschaft, diese Fokussierung aufs Spiel komplett gefehlt. Da dachte man vielleicht noch, wenn man es gut macht mit dem VfL, Ausrutscher, ein bisschen unterschätzt, wie das so oft ist im Pokal. Ne? Zweite Halbzeit war dann besser, wenn auch nicht gut. Zum Ausgleich hat es immerhin noch gereicht. Verlängerung tröpfelte dann wieder komplett vor sich hin, war auch unverständlich. Aber der Warnschuss war offensichtlich nicht Warnschuss genug. Ja. Jetzt könnte ja so ein Spiel gegen Dortmund vielleicht gerade recht kommen, denn drehen wir das Ganze jetzt erstmal um. Christian, wir haben es auch jetzt gerade schon so ein bisschen gesagt, Bochum ist natürlich genauso ein Gegner, gegen den sich eine Mannschaft wie Borussia Dortmund immer wieder schwer tut, weil die halt fußballerisch, und da tue ich dem VfL glaube ich nicht mit Unrecht und greife ihn da eigentlich nicht an, aber fußballerisch sind die Bochumer ja, naja, unter dem Dortmunder Niveau. Ja, aber sie hatten zumindest in den vergangenen Spielen gegen Dortmund immer einen Plan. Das definitiv. Und das hatten auch ziemlich viele andere Mannschaften, wenn man ehrlich ist, auch schon in der vergangenen Saison. Und die Dortmund hatten auch nicht immer eine Antwort darauf. Also wenn man sich die Spiele anguckt, auf Schalke in der letzten Rückrunde, in Bochum, in Stuttgart, gegen Mainz zu Hause und am Ende auch das Hinspiel gegen Mainz oder in Mainz. Das war alles so, dass wo du dann Punkte liegen lässt, wo du dann mit Glück noch Punkte holst, wie zum Beispiel bei dem Ein-Mainz-Spiel. Und es wird einfach darum gehen, dass du schaffst, die Stärken deiner Spieler und die, wenn die Stärken ausspielen können, ja zu den schon gehobenen europäischen Niveau zählen, dass du die halt auch auf den Platz bekommst. Und das geht nur, wenn du das Spiel breit machst, du Tiefe da reinbekommst, du schaffst die Flügel, wo ich glaube, das ist so ziemlich mit die stärkste Position, die sie haben, dass die Flügel hinter die Bochumer Kette kommen, dass Haller, der gegen Köln völlig abgemeldet war, dass du den ins Spiel einbringst, dass der die Bälle abtropfen lässt, weiterspielen lässt. Also genau das, was er gerade in dieser Phase im Frühjahr, wo die Dortmunder diese Siegesserie hatten, was er ja super gemacht hat, dass du diese Sachen einfach auf den Rasen bekommst und gleichzeitig, das war auch ein Problem gegen Köln, dass du halt das Verteidigen nicht vergisst. Ne? Also das ist, selbst Mainz im Pokal hat es teilweise geschafft, die Dortmunder zu überlaufen, weil Can viel zu offensiv war, weil die Abstimmung zwischen Flügel, also Außenverteidiger und Innenverteidiger überhaupt nicht stimmt. Du hattest Riesenräume im Umschaltspiel und das wird, glaube ich, der Schlüssel sein, dass du auf der einen Seite offensiv dein Spiel durchziehst, auf der anderen Seite das dann auch nicht vernachlässigst, eine Rückwärtsbewegung, obwohl du auf dem Papier natürlich auf jeder Position deutlich besser besetzt bist. Aber trotzdem auf jeden Fall viel Verbesserungspotenzial jetzt auch im Hinblick auf dieses Spiel. Eine Frage beim BVB wird dann auch sein, wer auf der Zehnerposition spielen wird. Also Julian Brandt hat so durch die Blume durchblicken lassen. Ja, würde ich schon ganz gerne. Ich könnte mir aber auch vorstellen, Marco Reus wird da auch ganz gerne spielen. Ja, bislang war es ja so, dass Brandt auf die Flügel ausweichen musste, weil da eben Personalprobleme waren, weil Adeyemi fehlte, Duran Will, Beino Gittens und so weiter und so fort. Adeyemi ist jetzt zurück, Beino Gittens auch. Ich gehe stark davon aus, dass Adeyemi und Malen auf den Flügeln beginnen und dann muss aus meiner Sicht Julian Brandt wieder zurück ins Zentrum rücken, weil zum einen ist er da viel besser halt ins Spiel integriert, kann freier sein, kreativer sein. Wo Brandt im Zentrum gespielt hat, in der vergangenen Rückrunde, war die stärkste Phase auch beim BVB. Also das ist schon kein Zufall, dass das genau zusammengefallen ist. Und der andere Teil der Wahrheit ist halt, dass Marco Reus auch einfach sich nicht Werbung in einer Sache betrieben hat. Jetzt auch gerade am vergangenen Wochenende. Die Vorbereitung war okay. Da hatte er aber auch einen Vorsprung den anderen gegenüber, weil er von Anfang an mit im Training war. Aber Reus, also es reicht dann in vielen Spielen auch einfach nicht. Also du brauchst dann halt Brandt, Metscher, der auch lange fehlte oder länger fehlte, ist jetzt auch wieder zurück. Das sind dann schon die Kandidaten, die, glaube ich, bei Terzic in der Hierarchie davor stehen, ja, eindeutig. Bei Marco Reus hatten ja jetzt wirklich auch einige die Hoffnung, dass er vielleicht ein bisschen befreiter aufspielen kann durch diese Abgabe der Kapitänsbinde. Das erste Spiel jetzt spricht jetzt nicht dafür, dass es so ist, aber ist es dann vielleicht auch noch ein bisschen zu früh, da jetzt so ein Fazit zu ziehen? Weil ich meine, das war ein Saisonspiel. Ja, da würde ich erstmal noch ein paar Spiele abwarten. Ich
Also in der Vorbereitung war es ja schon so, fand ich das ohne, also ich weiß nicht, ob es dann auch an der Binde lag, ob es an den Gegnern lag, und dass er ziemlich früh ins Training eingestiegen ist. Aber da fand ich ja schon, dass es ansprechend gemacht hat für einen 34-Jährigen, der schon, und auch, das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber der seit einiger Zeit schon über seinem Leistungszenit ist. Ich finde, hat das gut gemacht. Und er ist ja nach wie vor immer noch ein guter Ergänzungsspieler im Kader, den du dann für gewisse Spielsituationen aufs Feld schicken kannst, den du auch jetzt, wenn die englischen Wochen beginnen, definitiv brauchen wir es auch mal für die Startaufstellung. Aber wenn alle dann fit sind und du die Alternative hast, Julian Brandt, Nationalspieler, der, glaube ich, auch, muss man mal schauen, wie es da beim DFB weitergeht, aber der auch eine gute Chance hat, da eine wichtige Rolle zu spielen, der super gemacht hat in der vergangenen Saison. Wenn du den dann hast, musst du halt Reus opfern tatsächlich. Ne? Ralf, auch beim VfL steht das Zentrum so ein bisschen zur Debatte. Zwar ein bisschen weiter zurückgezogen, aber da könnte Bero, der Neuzugang, ja wirklich für mehr Aggressivität sorgen. Weil da hast du gesagt, das hat absolut gefehlt gegen Stuttgart. Und Christian hat das ja auch schon mal wieder so angedeutet. Diese Aggressivität, das ist natürlich genau was Borussia Dortmund nicht mag. Ja, also die muss auf jeden Fall aus dem Zentrum kommen. In Stuttgart würde ich aber sagen, war es auch von der Grundaufstellung, vom System her, also letztlich geschuldet, dass Losilla und Stöger da nicht in die Zweikämpfe kamen. Es passte einfach von der gesamten Aufteilung nicht. Ich gehe davon aus, dass Bochum jetzt wieder kompakter sein wird und dass ein Losilla und Stöger da jetzt wieder besser reinkommen und vorangehen und da den Dortmundern ordentlich auf die Füße treten werden, ja. Zu gut Deutsch. Und ich rechne auch mit dem Matthäus Spero, ja. Den hatte ich schon in Stuttgart erwartet, dann hatte er sich aber verletzt. Dienstag ist er wieder ins Training eingestiegen, noch ein bisschen dosiert, Mittwoch aber komplett trainiert und soweit ich weiß auch heute. Und mit Matthäus Spero, das ist auch so ein aggressiver Spieler, nicht der beste Fußballer in den Reihen des VfL Bochum, aber er bringt eine Komponente mit, die Bochum gut tut in der Bundesliga. Nicht nur gegen Dortmund, muss ich sagen, sondern Bochum muss auch dahin kommen, dass sie sagen, die tut uns gegen jeden Gegner gut, weil sonst gehen wir so unter wie gegen Stuttgart. Ist ja jetzt auch kein Champions-League-Aspirant. Richtig, Stuttgart jetzt auch. Gute Mannschaft. Sind wir wieder beim Thema, auch nicht oberstes Regal. Nee. Definitiv nicht. Eben. Christian hat es schon von alleine gemacht, da musste ich ihn gar nicht mehr fragen, den musstest du nur kurz anpieken, da hat er quasi eine Verbesserungsliste im Spiel der Dortmunder aufgereiht, die war ellenlang. Beim VfL Bochum ist sie wahrscheinlich noch länger. Also wo konkret würdest du sagen, gerade gegen den BVB, das muss der VfL so machen, das muss besser laufen und jetzt sag nicht alles. Alles. Ich wusste es. Hat der Kapitän auch gesagt. Alles. Ja gut. Nein. Ja, dann halten wir das so fest. Also habe ich, glaube ich, gerade schon angedeutet, in erster Linie die Kompaktheit. Die Kompaktheit und die Mannorientiertheit, dass sie auf die Leute draufgehen, dass sie eklig sind, so sagt man es da ja dann auch immer, dass sie die Dortmunder nerven, dass sie nicht in ihren Spielfluss kommen, dass sie ihr Tempo eben nicht so ausspielen können. Und bei eigenem Ballbesitz müssen sie natürlich sehen, dass sie ihre zweiten Bälle wieder besser gewinnen und sich so ins Spiel arbeiten. Das Publikum spielt natürlich auch noch eine Rolle. Ja, das wird zunächst mal, sofern sie blau-weißen Farben trägt, komplett hinter dem Team stehen. Da bin ich überzeugt, auch nach dem Fehlstart. Und da wird es darauf ankommen, in den ersten 10, 15 Minuten, dass man die mitnimmt und man sich gegenseitig dann pusht, wie es ja in der letzten Saison dann bei den Siegen, die ja oft knapp waren, wo das wirklich ein entscheidendes Pünktchen war, diese Fans im Nacken, die man halt mitreißen muss. Das muss in den ersten 10, 15 Minuten. Wie schaffst du das? Direkt mal die erste Grätsche an der Mittellinie auspacken, oder? Zum Beispiel. einmal den Dortmunder über die Klinge springen lassen. Aber möglichst nicht so wie Amiri von Leverkusen, dass du gleich runterfliegst, sondern... Das stimmt wohl. Nein, aber volle Bulle reingehen und dann kompakter sein. Du hast jetzt immer wieder über das System gesprochen. Jetzt sind wir doch bei der Dreierkette. Genau. Denn ich erinnere mich noch, letzte Saison, so ein richtig schlechtes Spiel gab es ja auch in Bremen vom VfL. So, und da wurde auch mit der Dreierkette gespielt. Und direkt danach hatten wir Thomas Letsch hier bei uns im Podcast zu Gast. Und da hat er ja noch gesagt, ja, also das war vielleicht nicht so optimal. Er hat nicht wirklich den Fehler eingestanden, hat aber gesagt, er kann nachvollziehen, dass es daran Kritik gibt. Diesmal lässt man beim VfL
gar nicht diese Kritik aufkommen in Sachen Dreierkette, die Systemfrage. Die Kritik an der Dreierkette lässt er nicht aufkommen. Er antwortet dann immer allerdings sehr ausführlich, so viel Platz gibt so eine Zeitung oder auch ein Online-Medium gar nicht her und listet viele, viele Spiele auf, wo sie je nach Situation mit Dreier-, mit Viererkette, mit Fünferkette gespielt haben. In der Grundordnung 4-2-2-2 sagt er, wir machen gar nicht so viel anders, in der zweiten Halbzeit in Stuttgart auch nicht. Ja, trotzdem bleibe ich dabei. Ich habe auch konkret nachgefragt, also jetzt Dreierkette oder nicht gegen Dortmund. Ja. Auch da wieder der Verweis auf viele andere Spiele. Das ist mal so, auch gegen Leipzig zum Beispiel zu Hause war es keine Dreierkette aus meiner Sicht, aber auch da ein bisschen anderes System. Also er sagt, das war nicht immer das 4-3-3, wie es Fans und auch Medien immer so transportiert haben, sondern es war schon immer ein bisschen flexibel. Ja, also dieses Dreier-Vierer-Kettensystem-Debatte, die nimmt er nicht an, aber ich habe ja gerade schon gesagt, was er angenommen hat mit der Passivität. Ja. Ich gehe davon aus, dass die Grundformation eine Viererkette sein wird. Und dann vielleicht direkt mit Kevin Schlotterbeck, dem Rückkehrer? Möglich, aber das ist jetzt, also es sind fast alle Spieler gesund, bis auf Moritz Broni-Quarteng. Nach so einem Spiel kannst du eigentlich erstmal jeden Spieler in Frage stellen. Ich habe das Dienstagtraining gesehen, das ist aber so ein Training zum Reinkommen und richtig ernst wird es dann Mittwoch, Donnerstag. Das war hinter verschlossenen Türen. Es gibt von den Spielertypen her sehr, sehr viele Optionen und da kann ich mich, da wage ich mich überhaupt nicht festzulegen. Es kann sein, dass Kevin Schlotterbeck direkt reinrutscht, sowohl in der Dreierkette als auch in der Viererkette. Kann aber auch nicht sein. Also, boah, das ist echt diesmal eine sehr, sehr schwierige Spekulation. Also ich würde mich auf ein paar Spieler festlegen, die weiterhin gesetzt sind. Stöger, Losilla habe ich genannt, Ivan Orlets nenne ich. Takuma Asano ist für mich gesetzt. Ich erwarte auch weiterhin Philipp Hofmann, weil sonst hast du überhaupt keinen Zielspieler. Auch wenn er in der Torkrise ist, denke ich, dass er um die Bälle, die langen Schläge, die zu erwarten sind, um sie anzunehmen, weiterzuleiten, zu behaupten, um Bälle zu gewinnen vorne, um vielleicht auch dann halt zum Abschluss zu kommen, vielleicht dann auch mal wieder erfolgreich, brauchst du den eigentlich gegen Dortmund? Ne? Dann wird sich da mit Hummels und wer spielt noch? Süle? Oder? Süle wird spielen. Ja. Süle. Oder Süle und Schlotterbeck könnte auch. Oder Nico Schlotterbeck, wäre auch interessant. Wäre doch schön, das Bruderduell. Einmal mehr. Also den erwarte ich auch auf jeden Fall und alle anderen Positionen. Riemann im Tor ist auch klar. Ja. So, ein paar habe ich, aber die anderen sind wirklich, boah, ob Bernardo spielt oder Schlotterbeck in der Verteidigung oder als linker Verteidiger in der Dreierkette, auch das ist ja offen. Geht's nach mir, spielt Christian Gamboa, den habe ich schon in Stuttgart vermisst, allein schon aufgrund seiner Mentalität. Also hat er aus meiner Sicht eine super Vorbereitung hingelegt. Felix Passlack im Training von mir aus auch, soweit ich es gesehen habe, aber in den Spielen nicht, auch in den Vorbereitungsspielen. Aber wäre natürlich jetzt ein besonderes Spiel für ihn, ne? Ja, aber er hat sag mal immer dann so, weder in Bielefeld überzeugt, noch in Stuttgart. War gerade defensiv sehr schwach, also ich würde Gamboa bringen, aber ob der Trainer das auch so sieht, werden wir sehen. Das kann ich wirklich, das ist totale Spekulation. Ja. Ja klar, da werden wir uns dann überraschen lassen. Bei Kevin Schlotterbeck, diese Rückkehr, wie bewertest du die? Also ich meine, er ist ja sozusagen als schon so ein bisschen Held des Klassenerhalts gegangen und jetzt ist er wieder da. Einer der Helden, ja. Das, ja, aber gut, der Kopfball in Berlin natürlich, ist natürlich sehr, sehr ausschlaggebend gewesen. Ja, das Kopfballtor in Berlin ist unvergessen, ist was für die Geschichtsbücher. Habe ich ihn auch darauf angesprochen am Dienstag. Und das war auch für ihn was ganz, ganz Besonderes nach wie vor. Dann also tu doch nicht so, als wenn ich Mist erzählen würde. Da muss man mal ein bisschen Krawall machen. Nein, er hat auf jeden Fall zunächst mal gute Laune mitgebracht. Ja, er kommt unvoreingenommen, er war nicht dabei in Stuttgart. Er freut sich wirklich mega, wieder in Bochum zu sein. Er ist ein total positiver Typ. Christian hat ihn auch kennengelernt, da kam er gerade damals im Trainingslager an, jetzt ist er wieder zurück. Für ein Jahr, er hat aber auch mehrmals betont, ne, ich möchte den auf keinen Fall hier jetzt reduzieren auf den Gute-Laune-Mann, der für die Kabine da ist, sondern der will schon Fußball spielen. Deswegen ist er nach Bochum gekommen, er will spielen, er will Leistung zeigen. Die war in der letzten Saison mal gut, mal weniger, sage ich mal, weil jetzt auch keine unumstrittene Stammkraft. Deswegen, ich habe ihn jetzt nur Dienstag mal ein bisschen im Training beim Fußballtennis gesehen. Ich kann wirklich nicht beurteilen, ob der jetzt direkt in die Startelf rückt oder nicht. Zutrauen würde ich es ihm, aber da
sind viele Fragen offen. Das ist eine ziemlich kritische Position in der Innenverteidigung. Ne? Ja. Also da geht es ja schon viel um Abläufe. Auf der anderen Seite, ja. So viel Neues wird da wahrscheinlich nicht dabei sein. Ivan Orlitz, wie gesagt, ist gesetzt. Erhan Masovic normalerweise auch, aber bisher nicht so in Form. Also kann sein, dass der rausrutscht. Wie gesagt, dann ist ja auch die Frage Vierer-Dreierkette. Wir werden sehen. Da kommen wir immer wieder zurück. Ich merke ja schon. Ja. Vierer- oder Dreierkette. War es das denn dann in Sachen Neuzugänge beim VfL? Jetzt mit Schlotterbeck? Also vielleicht kommt noch ein Stürmer. Das wird aber keiner sein, der sofort Startelf-Potenzial hat, würde ich behaupten. Wenn überhaupt noch einer kommt. Dann auf Leihbasis. Das Budget ist fast ausgeschöpft. Da ist nicht mehr viel Luft, also du kriegst jetzt keinen Sven Michel mehr, der kurz vor der Unterschrift war, aber dann nach Augsburg ging, besseren Vertrag dort unterschrieben hat. Ja. Ein Stürmer dieses Kalibers wird Bochum nicht mehr verpflichten. Vielleicht noch ein Ergänzungsstürmer, aber mehr nicht. Ja, so Abgangsseite bekannt, Tim Oermann soll noch verliehen werden, Luis Hartwig, Moritz Römling, Jordi Osetutu. Sind aber jetzt alle fürs Derby nicht relevant. Ja. So ein Ergänzungsstürmer wäre beim BVB auch nicht so verkehrt, also dass du jemanden hinter Allaire hättest, der halt auch noch ein bisschen mehr Körperlichkeit reinbringen kann, als Moukoko es kann. Dazu Außenverteidiger, Innenverteidiger, also die Liste beim BVB ist lang. Ja, könnten wir aber, ich glaube, erstmal jetzt priorisieren in Sachen Innenverteidiger, das ist auf jeden Fall der Plan. Stürmer, muss halt mal sehen, wer da so auf dem Markt ist. Man braucht ja jemanden, der nicht nur diese körperliche Robustheit mitbringt, die du gerade sagtest, sondern der bestenfalls auch nicht beim Afrika-Cup dabei ist im Winter. Ja. Da wird Allaire, gehen wir mal davon aus, dass die Elfenbeinküste ziemlich weit kommt, 2 Monate fehlen. Ja. Und dann gehst du dann also eine ziemlich entscheidende Phase und dann im Winter nur mit Moukoko. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Außenverteidiger muss man auch mal sehen. Da war so der Knackpunkt, glaube ich, die Verletzung von Thomas Meunier, der jetzt ja keinen Markt, glaube ich, mehr hat, dass man ihn noch los wird. Also auch nur also müssen dann sich auch Spieler und Verein sehr, sehr, sehr nahe kommen bei dieser ganzen Geschichte. Und aus diesen Gründen ist halt Innenverteidigung momentan tatsächlich das Thema. Man hat gesehen, Hummels, der hat ein super Spiel gemacht gegen Köln. Der hat aber auch schon ziemlich gewackelt in der Vorbereitung. Und ist jetzt auch nicht klar, ob der auch mit 34 nochmal so eine Saison abliefern kann, wie vor allem die vergangene Rückrunde. Und dann hast du spätestens nächsten Sommer nochmal wieder eine Baustelle im Kader in der Innenverteidigung. Und deswegen kann ich auch schon auf deinem Zettel den Namen Bela Kotschap lesen. Ja, den ihr beide gut kennt. Also du hast dich auch früher um den VfL gekümmert, Ralf immer noch. Also da weißt du schon, was der BVB da holen würde. Genau, also angepeilt ist eine Leihe und mit einer Option dann danach, um ihn längerfristig zu binden. Und das wäre ja genau der Mann jung, ich glaube 21 ist er. 21 meine ich, der dann, 21. der nicht über Jahre, aber mit dem du dann zumindest mal in die Post-Hummels-Zeit gehen kannst, auch gerade, dann hast du 3 Verteidiger im fast perfekten Fußballalter mit Schlotterbeck, Bela Kotschap und Süle und also ich fände es ein super Transfer, wenn das klappen würde, auch... Und alle Kandidaten für die deutsche Fußballnationalmannschaft, das ist kommt, ja auch das mal kommt, das ganz schön noch, dann. Das kommt noch hinzu, Bela Kotschap war super, hat in England nochmal einen Schritt gemacht, würde nochmal Geschwindigkeit reinbringen, Physis, ich glaube, das wäre wirklich auch mit perspektivischem Blick ein sehr, sehr guter Transfer für den BVB. Ich habe gerade schon gesagt, ihr kennt ihn, der wird ins Dortmunder. Ja, ich habe schon, als er noch als A-Jugendlicher da mit 17 im Trainingslager war in Spanien, schon mit ihm gesprochen. Schon da war klar. Da hat er schon gesagt, ich habe in Dortmund Bettwäsche geschlafen. Da hat er gesagt, ich habe einen Profivertrag, durfte aber gar nicht. Aber gut. nein, der hat sich, wie Christian sagte, in England nochmal entwickelt. Das war eigentlich auch so zu erwarten, denn er ist, das hat ihm Thomas Reis ja oft genug vorgeworfen, aber auch seine Teamkollegen. Man hat es auch gesehen, nicht der Trainingsfleißigste und auch disziplinarisch nicht vielleicht immer so der Allerbeste, war schon mal hier und da zu spät beim Training. Jetzt spielt Dortmund, ja, spielt der Champions League, im DFB-Pokal sind sie auch noch. Nationalmannschaft kommt hinzu, da sinkt die Zahl der Trainingseinheiten. Bela Kotschap dann ähnlich entgegen wie in England. Und wie in der Kreisliga, die Spiele machen am meisten Spaß, ne? Nein, aber. Der Janelt-Effekt, oder? Genau. Ja, Janelt war es ähnlich, ja. Janelt war allerdings ein bitterer Abgang für Bochum, finde ich. Bei Bela Kotschap hat man ja ein paar Euro verdient und wenn Dortmund eine ordentliche Kaufoption, ein ordentlicher Preis ist, dann profitiert der VfL dann ja irgendwann auch nochmal davon.
Aber ja, wie Christian sagte, auf dem Platz ist das ein super Spieler, der gut zu Dortmund passen würde. Ich würde es ihm auch absolut zutrauen, ihm auch wünschen. Dann lasst uns mehr oder weniger schon abschließend auf das Derby jetzt am Samstag gucken. Was für ein Spiel erwartest du, Ralf? Eins mit sehr, sehr viel Leidenschaft, ähnlich wie die letzten Heimspiele von Bochum gegen Dortmund. 2-1 aus in der Liga, 1-2 aus im Pokal, auch knapp. Dem eingewechselten Marco Reus, der das Tor macht. So ein ähnliches Spiel erwarte ich oder vielleicht aus Bochumer Brille erhoffe ich. Wie ich vorhin schon sagte, wird viel auf die ersten 10, 15 Minuten meines Erachtens ankommen, dass man das Publikum komplett weiter auf seine Seite zieht. Dann ist mit etwas Glück was möglich für Bochum. Ich fand, das haben sie besonders gut im Pokalspiel letzte Saison gemacht. Also dieses, ich habe das immer so ausgedrückt, auf das Niveau runterholen, aber da haben sie genau die Tugenden auf den Platz gebracht direkt und das hat die Dortmunder verunsichert. Ja, am Ende sind sie weitergekommen, die Dortmunder. Aber das fand ich so sogar auch noch stärker als in der Liga bei dem 1-1. Genau. Das war der Riemann-Befreiungsschlag in die Mitte mit Can, ne? Ja, genau. Und bis dahin war es ja, also passiert das nicht, wird das sehr, sehr enges Spiel. Ja, Stöger macht nur den Ausgleich, wie gesagt, dann fällt das 1-2 relativ zügig nach einem guten Angriff von Dortmund. Aber da war Bochum auch auf Augenhöhe und ja, die werden, so darf man als Bochumer hoffen, alles reinschmeißen. Aber Dortmund ist natürlich klarer Favorit. Christian? Das Spiel entscheidet einzig und allein der BVB, also wie der Auftritt für dich fast behaupten. Sie dürfen halt die Fehler, die sie gegen Köln gemacht haben, nicht wiederholen. Und das ist vor allem das zu sehr das Zentrum zu bespielen. Da, wo die Bochumer ihre Stärken haben mit Lucia, mit Stöger, wo sie es sehr, 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 sehr kompakt machen. Und das Ziel muss halt wieder sein, gerade hinter diese Abwehr zu kommen, wo du schon, Ralf hat das ja gerade schon angesprochen, wo du schon da welche dabei hast, die nicht in absoluter Topform sind, wo du auch ein Geschwindigkeitsdefizit hast gegenüber den Dortmundern. Wenn sie schaffen, in die Räume reinzukommen, durch ein gutes Umschaltspiel, so wie es genau ja das 2-1 gefallen ist damals im Pokal, wo, ich glaube, Bellingham war es noch, der den Pass spielt auf Reus, beziehungsweise dann Zweierangriff. Und ja, dann, wenn sie es schaffen, halt genau diese Räume zu bespielen, also die Flügel in die Tiefe zu kommen und nicht dieses Klein-Klein im Zentrum, sich nicht darauf einlassen. Und wenn sie es vor allem schaffen, ihre individuellen Fehler hinten abzustellen, es klingt jetzt so, als ob die, also man muss schon klarer Favorit und ich gehe mal davon aus, dass sie das Spiel gewinnen werden, aber es wird sehr eng und du musst hinten aufpassen, dass du nicht ins offene VfL-Messer läuft. Und das ist ja wirklich das Umschaltspiel, wo sie sehr gefährlich sind und wo Dortmund die Schwächen in der Vorbereitung hatte. Deswegen, ich glaube, das sind so die Punkte einmal, die Absicherung in der Verteidigung und halt im Angriff nicht ins Zentrum spielen, sondern über die Flügel und in die Tiefe. Und dann gehe ich davon aus, dass sie das Spiel gewinnen werden. Und dann Butter bei die Fische, wie genau? In welcher Höhe? Ich glaube nicht, dass sie zu Null spielen werden, 2-1. 2-1. Ralf, dein Tipp? Ja, 100% überzeugt bin ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich hatte letztes Mal Glück, da war Sebastian Wessling hier, der hat 2-1 für Dortmund getippt. Und ich habe 1-1 getippt und er musste mir hinterher gratulieren. Und ich freue mich schon auf die Gratulation von Christian nächste Woche, beziehungsweise Samstagabend. 1-1. Jetzt hast du mir meinen Tipp weggenommen. Das ist natürlich doof. Dann tippe ich in 2-2. Also dann ist zumindest noch ein bisschen mehr los. Wäre doch ganz schön. Wir werden das natürlich verfolgen. Dann höchstwahrscheinlich auch drüber sprechen, logischerweise. Denn sobald was bei uns im Ruhrgebiet in Sachen Fußball passiert, dann ist das hier Thema bei Fußball Inside. Wir hören natürlich auch immer gerne von euch Feedbacks, Kritik, Lob, Anregungen. Her damit, zum Beispiel per Mail hallo@fußball-insight.com oder ihr schreibt uns auch eine WhatsApp, könnt ihr sogar Sprachnachrichten schicken. Die passende Nummer packe ich euch in die Shownotes und dann sind wir am nächsten Donnerstag natürlich wieder mit einer neuen Folge am Start. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Fußball Insight, der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.